Sie ist 140 Meter lang, hat 48 Kabinen auf 8 Decks und sie verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz. Die Superjacht Solaris wird Roman Abramowitsch zugeordnet. Der russische Milliardär will offenbar einen Teil seiner Vermögenswerte in die Türkei retten. Dabei kam es allerdings zu einem Vorfall, der für große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sorgte. Als die Solaris am Dienstag in einem türkischen Resort anlegte, stellte sich ihr eine laut skandierende Gruppe in einem kleinen Boot in den Weg. Sie schwenkten ukrainische Flaggen mit der Aufschrift No War. Ebenfalls Abramowitsch wird eine weitere Superjacht zugeordnet. Die Eclipse legte in dieser Woche im Südwesten der Türkei an. Ebenfalls eine der größten Yachten der Welt. Das Schiff soll über 2 Hubschrauberlandeplätze, 9 Decks, einen Swimmingpool und ein Raketenabwehrsystem verfügen. Der Wert der beiden Yachten wird auf zusammen etwa 1,2 Milliarden Dollar geschätzt. Die Schiffe liegen nicht nur wegen des schönen Panoramas in türkischen Gewässern. Grund scheinen vielmehr die zahlreichen Sanktionen zu sein, die der Westen seit der Invasion in die Ukraine auch gegen russische Oligarchen verhängte. Die Türkei kritisiert die Invasion zwar, lehnt aber Sanktionen gegen die Milliardäre ab. Das macht aus den türkischen Gewässern einen sicheren Hafen für schwimmende Vermögenswerte reicher Russen. Yachten russischer Eigentümer stecken derzeit in mehreren Ländern fest, darunter Italien, Spanien und Deutschland. Um sie sinnvoll zu nutzen, präsentierte der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploss jetzt eine Idee. Man könne die Statussymbole doch als Unterkunft verwenden, für Flüchtlinge aus der Ukraine.